Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Book of Unwritten Tales. Und ich bin immer noch verzweifelt. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese blöde Kohle irgendwie hier rausschaffen kann. Und wer mir jetzt hier entsprechend helfen könnte, Gulliver darf ich nicht stören. Und Nate bringt mir hier auch nichts. Die Kuckucksuhr habe ich irgendwie noch das Gefühl, dass mir das irgendwas helfen könnte. Und wir haben hier unten auch jetzt ganz neu hier so einen Teller mit Sand. Aber der bringt mir auch nichts direkt. Hier ist ein Kantenschlüssel. Ein kleiner Kantschlüssel. Nate muss ihn für die Konstruktion der Landkarte benutzt haben. Er hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich ihn mir ausleihe. Oh. Okay, wir haben doch wieder einen Ansatz, den wir nutzen können. Wir haben zum anderen auch noch hier den Sand. Aber hier war doch die Kuckucksuhr. Und wir konnten die Kuckucksuhr. Der Kantschlüssel könnte tatsächlich passen. Ja, genau. Ui, 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 es funktioniert. Ui. Sie tickt. Ja, im Vergleich zu allen anderen. Die ich hier. Stelle die Zeiger mal auf 12 Uhr. Kuckuck. Der Vogel ist ganz schön mitgenommen. Er verliert bereits seine Federn. Okay, was können wir? Ausgefallene Feder? Ich habe keine Ahnung, was wir da damit machen können. Wenn ich ihn grundlos... Ja. Mechanischer Vogel. Ich habe keine Ahnung, wie uns der jetzt irgendwie helfen könnte. Ich meine, wir könnten... Können wir den Vogel irgendwie auf die Wippe setzen? Hochfliegen lassen? Nee. Den irgendwie... Die Feder mit irgendwas da benutzen? Nee. Geht auch nicht. Ist alles noch ein bisschen arg strange hier. So, probieren wir mal. Das macht mich immer noch fertig, dass der Timmy hier so schlecht drauf ist. Aber dieser Vogel hier, können wir den hier nicht irgendwie benutzen? Nee. Hier die Schüssel mit Sand irgendwie unterschieben? Nee. Den Stapel Teller? Auch nicht. Hi, Ethel. Kann ich noch etwas Eintopf haben? Aber sicher, mein Großer. Und? Wie schmeckt er? Geschmacklich super. Aber könnte etwas heißer sein. Okay, wir müssen Essel ablenken. Timmy? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, Timmy. So? Es geht um die Zombies. Ich schaffe es nicht allein. Ich soll den Leuten helfen, die Sachen nach mir schmeißen? Und was hast du davon? Bringen sie dich hier raus, damit du verschwinden kannst. Och, komm schon. Ach komm schon, Timmy. Mann oder Maus? Ratte! Eine der Ratten, die versuchen zu retten, was zu retten ist. Alle sind dort draußen auf den Straßen und kämpfen. Okay. Ach ja? Wenn alle Ratten da draußen ihr Fell riskieren, warum bist du da nicht bei ihnen? Ich würde sofort gehen. Aber Onkel Remy hat mich gebeten, hier zu bleiben. Und ich höre auf meinen Onkel. Okay, Die Zombies brauchen unsere Hilfe, Timmy. Warum sollte ich dir und den Zombies helfen? Du kennst doch Jorgel, den Händler. Er hat sie in die Stadt geschmuggelt und hierhin hinabgelassen. Sie müssen für ihn schuften, bis sie ihre Schulden abgearbeitet haben. Er nimmt sie aus.
sollen sie halt aufhören, für ihn zu arbeiten. Ja, dann stecken sie hier unten fest. Das bringt doch nichts. Die Zombies haben niemandem etwas getan und wollen einfach nur ein besseres Leben für sich und ihren Sohn. Ich sage ja nicht, dass ich richtig finde, was Jorge mit ihnen macht. Ja, dann hilf. Aber du unternimmst nichts dagegen? Hast du nicht gesagt, man soll anderen helfen, wann immer man kann? Hier hast du eine Gelegenheit. Direkt vor deiner Haustür. Und ganz nebenbei verschaffen wir dir einen Weg hier raus, oder? Na. Okay. Aber gut, eins nach dem anderen. Dass du zumindest den Zombies helfen willst, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Juhu! Verlass dich nicht drauf, dass ich weitere mache. Das bleibt abzuwarten. Freunde? Freunde. Oh, gut. Ich helfe dir und den Zombies. Und dann sehen wir weiter. Okay, wir haben wieder mehr Freunde. Gott sei Dank, der kleine Timmy hilft uns. Und ich würde gern... Mit Essel würde ich gern... Können wir... Psst, Timmy! Ja? Hey, Timmy! Kannst du Essel mal ablenken? Alles klar! Jawohl! Hi, Essel! Ein Topf! Hab's! Können wir noch irgendwas machen? Ethel hat das Verschwinden des Geschirrtuchs noch nicht bemerkt. Okay, War nett, mit dir zu reden! Jawohl! Hi, Ethel! Kann ich noch etwas Eintopf haben? Aber sicher, mein Großer! So. Und? Wie schmeckt er? Und, könnte noch etwas... Geschmacklich super, aber könnte etwas heißer sein. Ah, verstanden! Na, okay, wir brauchen doch das dreckige Handtuch. Hilft nicht weiter. Nein, ich lasse es lieber liegen. Okay. Auch erst recht nicht, wenn ich die Sachen nicht selber schmutzig gemacht habe. Ja, dann machen wir sie halt selber schmutzig. Wir schnappen das Geschirrtuch. Also schön. Jetzt ist das Handtuch zwar ganz fettig und dreckig, aber die Teller sind immer noch nicht sauber. Na, ist ja nicht schlimm. So, wir haben jetzt hier ein dreckiges Geschirrtuch. Und das legen wir... Ethel scheint nur Augen im Hinterkopf zu haben, wenn Dinge verschwinden. Nicht, wenn sie zurückgebracht werden. Okay, wir haben... Hi, Ethel! Kann ich noch etwas Eintopf haben? Aber sicher, mein Großer! Nein, lecker. Wie schmeckt er? So. Geschmacklich super, aber könnte etwas heißer sein. Ah, verstanden. So, beschlagen und jetzt macht sie ihre Brille dreckig. Ist etwas? Sehkraft wird schwächer und schwächer. Sehe nur noch unscharf und verschwommen. Muss mich noch mal mit Verjüngungstränken beschäftigen. Okay, wir... Hi, Ethel. Wer ist da? Ich. Puh, dachte schon, eines von den Monstern hätte sich angeschlichen. Siehst du wirklich so schlecht? Oh, es dauert schon ein wenig, bis ich die Details erkennen kann. Ah, so, verstanden. Können wir sie irgendwie mitnehmen? Ich muss weiter, Ethel. Lass dich nicht unterkriegen, mein Großer! Okay, wie können wir... Das Buch können wir... Ich glaube nicht, dass Ethel... Da können wir nichts machen. Den Wasserhahn können wir nicht. Also.
Können wir hier irgendwas mit Timmy anstellen? Oh, er muss nochmal fliegen. Stell dich da mal hin, Timmy. Was hast du vor? Ich arbeite da an etwas. Okay. Hier einmal hoch. So. Was genau wird das? Erinnerst du dich an die Geschichte mit dem Lineal in meinem Klassenraum? Klar, aber klar. Was genau willst du erreichen? Mal schauen, ob es dieses Mal auf den Keilriemen da oben. Brauchen wir den wirklich? Ja, klar. Komm schon. Willst du durch die Luft katapultiert werden und deine Gesundheit aufs Spiel setzen oder nicht? Schon gut, aber mit Schwung. Wie mit Schwung? Alles in Ordnung, kleiner Freund? Das war voll krass! Und eine Ogerhandbreit zu niedrig. Okay, wir müssen ihn wohl offenbar noch ein bisschen hier weiter ausstatten. Ich habe hier einen kleinen Umhang, Timmy. Und was willst du damit? Esther schafft es alleine nicht, die flauschige rosa Farbe zu mixen. Ethel muss ihr helfen. Aber Ethel hilft ihr nur, wenn Remy sie darum bittet. Onkel Remy gibt seine Befehle immer persönlich. Und selbst mit schmutziger Brille würde sie wohl bemerken, dass du etwas zu groß bist, um Onkel Remy zu sein. Eben. Deswegen dachte ich auch an dich. Eine Verkleidung! Nur, meine Stimme ist viel zu hoch. Ich könnte für dich sprechen. Das klingt wie ein Plan, der nur funktionieren kann. Oh, der klingt total bescheuert, der Plan. Aber... Zieh mal die Verkleidung an, Timmy. Zieh mal die Verkleidung an, Timmy. Hier? Warum? Okay, wir müssen es drin machen. Und wenn wir das jetzt haben... Lass uns ausprobieren, wie gut die Verkleidung ist. Alles klar. Versuch dein Glück, Timmy. Schau mal, wer wieder da ist, Ethel. Ich bin's, Remy. Monsieur de Dumas. Wo ist Ihr Hut? Sie sind nicht Monsieur de Dumas. Nein. Oh, das war dann wohl nur eine Verwechslung. Okay. Ihr Jungs! Wir brauchen noch einen Hut für die Verkleidung. Aber da ist doch... War hier nicht ein Hut? Es sieht doch aus, als ob da ein Hut mit dabei ist hier bei der Verkleidung. Wir probieren es nochmal. Lass uns ausprobieren, wie gut die Verkleidung ist. Alles klar. Versuch dein Glück, Timmy. Schau mal, wer wieder da ist, Ethel. Ich bin's, Remy. Monsieur de Dumas. Wo ist Ihr Hut? Oh, das war dann wohl nur eine Verwechslung. Ihr Jungs! Okay. Wir brauchen einen Hut und ich glaube, den finden wir hinten bei den Zombies wahrscheinlich. Ist hier irgendwo ein Hut? Ich sehe hier nichts direkt. Hier haben wir den Sand. Ich lasse sie auch wenn... Okay, hier gibt's gar nichts. Betrachte den Vogelkäfig. Können wir mit Timmy irgendwas hier machen? Auch nicht. Wir brauchen einen Hut. Das gibt's doch nicht. Was haben wir hier? Na, sprechen wir mal mit Nate. Hey, Nate! Ist der irgendwie... Okay. Und da kommt auch schon der Anruf vom guten Rick. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir machen dann morgen gleich weiter mit der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.